Importante pergunta, depois do processo de impeachment, teve muitas retiradas de direitos, muita ofensiva da direita, do Ja, neoliberalismo. also nach diesem Amtsenthebungsverfahren gab es eine große Attacke von der rechten Seite. Also es wurde die Politik wurde destabilisiert, die Institutionen wurden destabilisiert, der ganze demokratische Prozess. Die Arbeitslosigkeit ist enorm angestiegen und ja, man hat eben alles versucht, um sozusagen die Gegenseite mundtot zu machen. Ihr habt jetzt erwähnt eben, dass es ja eine rechte Regierung ist, die durch dieses Amtsenthebungsverfahren an die Macht gekommen ist. Was bedeutet das denn für die Landlosenbewegung im Speziellen? Então, é um prazer falar com vocês, né? Nós estamos aqui no intercâmbio e estamos visitando, né? Conhecendo um pouco uma parte do país muito Ich möchte euch importante. alle ganz herzlich Mas begrüßen und ich nós möchte vamos euch danken, dass ihr como uns hier redes sociais zuhört. Wir sind hier após zu einem falar com Austausch hier meios de seis in Deutschland und sind jetzt hier in Halle angekommen. Und wir möchten euch nur ganz, ganz kurz etwas sagen zu unserer Situation. Nach dem Amtsenthebungsverfahren, dem politisch begründeten Amtsenthebungsverfahren unserer Präsidentin Dilma Rousseff, haben wir genau die Bewegung, die Sozialbewegungen in Brasilien, eine Kriminalisierung unserer Bewegung erfahren und eine Kriminalisierung auch besonders wir von der Landlosenbewegung. Und wir haben in Brasilien eine sehr konservative Regierung, ein sehr konservatives Parlament und die Landlosenbewegung und die ganze Arbeiterbewegung leidet darunter sehr. Ihr habt die Kriminalisierung angesprochen der sozialen Bewegung und das geht ja bis in höchste Ebenen hinein, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Lula da Silva, der ja schon mal Präsident gewesen ist und der selber aus der Arbeiterbewegung kommt, dass der jetzt im Gefängnis sitzt und das kurz vor ja, der Präsidentschaftswahl. Was bedeutet denn ja, die Situation von Lula da Silva im Moment? Acho que todo esse processo que está acontecendo no Brasil com relação a depois do impeachment do presidente Lula. Nach diesem Amtsenthebungsverfahren ist es einfach so, dass Lula ins Gefängnis gekommen ist, und zwar aufgrund eines politischen Verfahrens. Also es ist ein politischer Häftling eigentlich. Das hat schlicht einfach Verfolgung stattgefunden, und zwar von Seiten der Justiz, von Seiten der Staatspolizei. Es war schlicht und einfach nur eine politische Entscheidung, ihn ins Gefängnis zu stecken. Und damit zeigt man eben auch, dass man die Demokratie, die demokratischen Grundprinzipien nicht respektiert, wenn man jemanden ohne tatsächliche Anschuldigung ins Gefängnis steckt. Man hat seine Rechte als Staatsbürger damit missachtet, und man hat auch die Rechte des brasilianischen Staates in Bezug auf Demokratie missachtet. Das Verfahren ist voller Fehler. Der verantwortliche Richter ist schlicht und einfach parteiisch. Insofern ist es eben, wie gesagt, auch von seiner Seite eine politische Verfolgung von Lula. Jetzt ist es so, wenn Lula jetzt die Möglichkeit verwehrt wird, bei den Wahlen anzutreten im Oktober, dann gibt es aber immer noch seinen eigentlich als Vizepräsidenten nominierten Nachfolger. Das ist der Haddad, der war auch schon mal Gouverneur im Bundesstaat São Paulo. Und der wird dann sozusagen in seine Fußstapfen treten und die Rechte der Linken auch einfordern bei den Wahlen. O seu vice, que é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, concorrerá e é a oportunidade da esquerda brasileira mostrar a sua força e eleger novamente um candidato comprometido com a classe trabalhadora. Das sind jetzt Sachen, die auf der parlamentarischen und rechtlichen Ebene ja jetzt stattfinden. Das Ganze wird ja begleitet von sozialen Kämpfen und das würde mich auch nochmal interessieren, vielleicht auch nochmal in Richtung Devanir von der Landlosenbewegung. Was sind denn im Moment Strategien, Gegenstrategien gegen diese Kriminalisierung aus den sozialen Bewegungen heraus? Olha, a nossa estratégia é de muita mobilização e muita vigília Wir machen eine ganz große Mobilisierung im Lande. Und nicht nur eine Mobilisierung, sondern wir beobachten auch alles ganz genau. Und wir halten auch Mahnwachen ab. Wir sind alle der Meinung, dass die Gefangennahme von dem Präsidenten, dem Ex-Präsidenten Lula, eine politische Entscheidung ist und keinen juristischen Hintergrund hat. Und wir haben als eine große Mobilisierungsmaßnahme haben wir ein permanentes Lager vor dem Gefängnis in Curitiba im Bundesstaat Paraná, in dem
der Ex-Präsident Lula im Gefängnis sitzt, haben wir eingerichtet. Tag und Nacht sind hier Mitglieder von uns, von der Landlosenbewegung, aber auch von der CUT, von den Gewerkschaften und von anderen sozialen Bewegungen dort vor Ort. Und wir haben auch Mahnwachen nicht nur in Curitiba, sondern wir haben Mahnwachen auch vor den Gerichten in anderen Hauptstädten unseres Bundeslandes. Das Ganze ist eine ganz große Bewegung, die wir haben, wo wir auch Aufklärung beim Volk machen, dass wir aufklären, wie ist es zu dem Staatsstreich gekommen und dass wir aufklären, dass die Gefangennahme von Lula keinen juristischen Grund hat. Die Anklagen haben alle keine Beweise gebracht, sondern dass nur ein politischer Kampf gegen die Linke ist. Also die sozialen Bewegungen sind im Moment dabei zu mobilisieren und das ist eine Sache, die ja jetzt intensiver wird mit den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Oktober. Vielleicht abschließend, was für uns ja auch noch interessant ist, wenn es so eine Mobilisierung gibt, wenn soziale Bewegungen eine Rolle spielen. Wir als Freies Radio stellen diese Frage, gibt es da auch freie Radios, Community-Radios, die diesen Prozess begleiten? Ist das was eine Rolle spielt? Alles, was eben dazu beiträgt, dass Informationen verbreitet werden, ist sehr wichtig, ist auch im internationalen Kontext, wie hier zum Beispiel bei Radio Korax. Und es gibt auch in Brasilien freie Stationen, aber natürlich der überwiegende Anteil ist eben gesteuert, ne? Also sind staatliche Institutionen und die sind eben dann auch auf entsprechender politischer Linie. Ne? Aber es gibt auch freie Radiostationen in Brasilien. Ihr seid jetzt zu Besuch in Deutschland. Halle ist ja nur eine Station. Was steht noch an? Was habt ihr vor auf eurer Reise noch hier in Deutschland? Certo, então, esse intercâmbio está maravilhoso, né? Primeira viagem nossa internacional com uma tarefa. Wir sind hier in einem Austausch mit den Gewerkschaften hier in Deutschland. Unsere Aufgabe ist sehr eine politische Aufgabe und wir beobachten hier und das ist für uns eine ganz, ganz gewinnbringende und bereichernde Erfahrung. Wir haben immer begleitet von der IG Metall, haben wir in Salzgitter die Stahlwerke besichtigt, dann haben wir VW besichtigt und hatten dort auch ganz engen Kontakt mit der Jugendvertretung der IG Metall bei VW. Dann waren wir, das war für uns sehr wichtig, haben wir das Parlament in Erfurt nicht nur besichtigt, sondern konnten dort auch mit dem Vorsitzenden der Partei Die Linke sprechen. Und der Ministerpräsident kam auch, um sich in der Diskussion mit uns zu stellen. Und für uns als Landlose war es auch sehr wichtig, dass wir Kontakt dort hatten mit den Verantwortlichen aus dem Agrarministerium. Der Minister selbst konnte nicht da sein, aber die Staatsrätin war da. Das war für uns auch eine sehr wichtige Erfahrung. Und gestern konnten wir in Milz, eine Landwirtschaftskooperative sehen und mit dem Präsidenten sprechen und haben dort auch das Vieh, das gesehen, die Schweine und die Milchkühe und die Bullen. Das war auch sehr, sehr interessant. Heute waren wir auch bei der Agentur für Arbeit. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung für uns. Und dann haben wir auch heute schon ein sehr volles Programm gehabt. Wir hatten auch einen Vertreter der IG Bau in einer Gesprächsrunde, der uns den Aufbau von IG Bau und auch viel von den Mitgliedern erzählt hat und natürlich immer begleitet von der IG Metall. Das ist für uns eine ganz bereichernde und großartige Sache und wir kommen wirklich mit ganz, ganz vielen Eindrücken und Erlebnissen und Erfahrungen wieder nach Brasilien zurück, wenn wir in einer Woche zurückreisen. E a gente pôde falar um pouco do Brasil também, a nossa situação lá, enfim, né? E tamo aí, muito boa, muito ótima experiência, conhecimentos riquíssimos que a gente vai levar e com certeza vai contribuir com as nossas organizações lá no Brasil. Então, amanhã nós temos uma apresentação das companheiras do MST. Also morgen gibt es hier in Halle einen Termin, wo die MST ein bisschen was über sich erzählen wird. Also die Ziele, wie es entstanden ist und alles. Danach, also wenn wir Halle dann hinter uns gelassen haben, geht es dann nach Berlin. Und dort wird es auch nochmal eine öffentliche Vorstellung geben, quasi von unseren beiden
also von den sozialen Bewegungen. Und dort werden wir dann hauptsächlich eben auch über die politische Situation in Brasilien sprechen und wie gerade die Bedingungen sind, die politischen, und was das für Auswirkungen auf die Wahlen hat. Und wir werden auch das Parlament in Berlin besuchen.